Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich werde heute gemeinsam mit euch eine neue Gesichtsmaske austesten. Und zwar geht es um diese hier von Florena Fermented Skincare. Und zwar ist das die 24 Stunden Hydrating Mask. Die war in meiner Glossy Box vom Juni und ich habe die bis jetzt noch nicht verwendet, einfach weil ich wirklich keine Zeit dazu hatte. Und ich dachte mir, ich probiere heute einfach mal aus und sage euch dann einfach meine ehrliche Meinung dazu. Also, falls ihr wissen möchtet, ob diese Maske was taugt, dann bleibt gerne dran und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Also wie gesagt, die Maske war in meiner Glossy Box drinnen, aber regulär kostet sie bei DM 4,45 Euro laut Homepage. Ist jetzt für so eine Maske eigentlich ganz okay. Es gibt günstigere, es gibt teurere, also echt so im Mittelfeld würde ich jetzt mal sagen. Und die soll, wie der Name schon sagt, 24 Stunden lang langanhaltende Feuchtigkeit spenden und für eine weiche und geschmeidige Haut sorgen. Dieses Päckchen ist für die einmalige Anwendung. Mal schauen, ob das überbleibt oder nicht. Und dann geht es auch schon gleich weiter mit dem spaßigen Teil. Okay, also geruchstechnisch finde ich die schon mal sehr gut. Die riecht so ein bisschen nach, wie soll ich sagen, Rosenblättern oder Blüten. By the way, die soll mit fermentierten Kamillenblüten und fermentierten Olivenöl sein. Ja, würde ich jetzt auch nicht rausriechen, aber ich finde den Geruch schon mal sehr angenehm. Bisschen umständlich ist nur, dass man da wirklich so mit den Fingern, falls man nicht irgendeine Spachtel hat, reingreifen muss. Sieht jetzt auch nicht noch wirklich viel aus, also ich bin jetzt einmal reingegangen. Also eigentlich eine riesen Verpackung dafür, dass nicht so viel drinnen ist. So, ich werde das Ganze mal verteilen. Also es ist wirklich wie so eine leichte Creme eigentlich. Also eigentlich sieht das noch wenig aus, aber fürs gesamte Gesicht reicht die Maske wirklich definitiv aus. Also mit der Menge da drin schafft ihr definitiv zwei Anwendungen. Also wenn ihr das euch irgendwie gleich von Anfang an gut aufteilt, nicht so wie ich, dann geht sich das auf jeden Fall aus. Laut Verpackung soll man die Maske 5 Minuten einwirken lassen und dann einfach mit so einem Wattepad abnehmen. Das heißt, ich lasse das jetzt mal schnell einwirken und wir sehen uns dann in 5 Minuten gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe das Ganze jetzt, lass mich mal schauen, 7 Minuten einwirken lassen. Also ich glaube, jetzt ist es dann auch wirklich Zeit, die abzunehmen. Ich sehe auch, die ist so ein bisschen eingezogen ins Gesicht, also die ist nicht mehr gar so weißlich wie zu Beginn. Und wie bereits gesagt, nehme ich das Ganze jetzt einfach mit einem Wattepad ab. Wobei ich glaube, dass ich da mehr als nur eines brauche. Okay, also hier unten merke ich schon, dass die Maske so ein bisschen angetrocknet ist. Das macht es dann ein wenig schwerer, das Ganze wegzunehmen. Aber sonst funktioniert es eigentlich ganz gut. So, 3 Wattepads später ist die Maske jetzt auch komplett herunter. Wobei ich sagen muss, also so ein bisschen einen, cremigen Film spürt man schon noch auf der Haut. Das bekomme ich auch eigentlich gar nicht weg mit Wattepads. Also ich habe es probiert, aber das bleibt einfach da. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder man die danach noch zusätzlich abwaschen soll. Davon steht aber nichts auf der Verpackung, deswegen ich lasse die Maske jetzt einfach einziehen. Es ist jetzt auch schon ziemlich spät, ich werde dann mal schlafen gehen und warte einfach mal ab, wie sich mein Gesicht dann am Morgen anfühlt. Für den Moment muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden, ich finde den Geruch sehr gut. Den merkt man noch so ein bisschen, aber der ist jetzt nicht aufdringlich oder nicht so ständig wahrnehmbar. Und sonst muss ich sagen, vom ersten Eindruck, finde ich, hat die Maske echt gute Arbeit geleistet. Die Haut sieht gut mit Feuchtigkeit versorgt aus, fühlt sich auch so an. Und auch vom Preis finde ich die eigentlich ganz okay, weil obwohl da draufsteht, man kann die nur für eine Anwendung verwenden, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wenn man sich die gut einteilt, jetzt gesehen, ich konnte noch eigentlich meinen ganzen Hals damit bedecken. Also theoretisch kann man das auch für 2 Anwendungen verwenden und da so um die 2 Euro pro Anwendung, beziehungsweise die 4 Euro, finde ich jetzt wirklich nicht so schlimm. Also falls am Morgen mein Gesicht dann noch immer schön gut mit Feuchtigkeit versorgt, das muss ich sagen, ja, bin ich auch bereit, den Preis wieder zu zahlen. Vom ersten Eindruck her würde ich sagen, ja,
Mich hat die Maske überzeugt, ich finde sie gut, würde sie mir auch wieder kaufen. Ja Leute, das war's jetzt auch schon vom heutigen Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!